Pack gerandomt. Das war eigentlich ganz nett. Mal schauen, wie ich den spiele. Ganz schön wenig HP hat der arme Pack. Schon ein bisschen mies. Viel ist das nicht. It's in the bag. Habe ich eben nicht, wir noch eben gewonnen. Ich habe doch vorher den Sieg auch vorhergesagt. Aber stimmt da manchmal nicht, habe ich das Gefühl. Das letzte Spiel haben wir gewonnen und ich habe vorher gesagt, wir gewinnen das. Und da hatte ich auch schon einen Sieg oder so. 30 seconds until Digital Sports. Ich versuche mich mal oben hier durchzuschummeln. Zur Rune gehen. Versteck mich noch ein bisschen, weil jetzt gehen sie eigentlich bald los. Let this meditative reflection on the fleeting and fragile nature of life begin. Ah, gambits and exploits await. Autsch, mit Tombstone voll reingelaufen. Au. Das sieht ganz, ganz schlecht aus da unten. Okay. Wow. Meine Herren, ging das schief. 0-3 nach 27 Sekunden. Kann ich jetzt die Spectre ein bisschen vom Farmen abhalten gerade, wie es aussieht. Less larva, more nymph. You shall not. Nein, nicht mich. Da kommt der Lion. Die Spectre hat auch ein bisschen Verstärkung jetzt hier oben bekommen. Ah, zu spät. Ein bisschen zu spät. So, ich brauche hier oben mal noch. Und Boots. Und noch einmal. Hier brauche ich ordentlich Regen. Sehr gut. Drop Tower under siege. Na, sehr schön. Verlieren Sie ordentlich Farm. Müssen schon außen rumgehen. Das taugt mir ganz gut. Wenn das nicht ganz so schlimm angefangen hätte, das Spiel, wäre es hier gar nicht so schlecht auf der Offlane.
Aber es hat ganz schön schlimm angefangen. Locken. Na, geht trotzdem viel zu weit. Invisibility. Ja, Killing Spree 04. Gedrückt. Wer stunt, dann auf die Entfernung doch recht schnell. The prize is mine. Ein bisschen kann ich sie nerven, aber. Dire structures are fortified. Suppose we defend that bottom tower, hm? Yes, yes. Kann ich gerade mal ein paar Last Hits machen, so zum Ausnutzen. Your bottom tower is under attack. I raise my game. 265 Mana habe ich. So, ich hole mal kurz meine Power Threads. Dann steht es mal 2-4. Ach, kann ich noch gar nicht ganz. Fuck. Ach, schade. Bottom tower being attacked. Wäre sonst sehr schön gewesen, wenn es geklappt hätte. Haben sich beide ganz gut erholt, leider. Your bottom tower is under attack. Stay near. I am not your servant, but if I ruin your bottom tower, he's in ruins. Ja, ich dachte, er trifft. Das wäre sehr schön gewesen. Bisschen Last Hits. Den Tower haben wir unten schon verloren. Okay. Dominating. Klarer Fall, warum auch nicht. Können wir ja mal machen. Immerhin haben wir 3-5.
bisschen aufgeholt noch weiterhin, aber... Und Spectre hat auch kein Free Farm unbedingt. Und Harassen auf der Offlane hilft mir das ganz gut hier mit dem, mit der Drow Aura. Hand of Midas. Okay, das ist ungewöhnlich. Okay, we're unpaused. Go, go, go! Kill, 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 kill! Das ist eine langsame Hand of Midas. Und ich finde es auf Spectre auch nicht besonders stark. Aber wenn sie jetzt einmal hat. Autsch. Dann habe ich überhaupt nicht gedacht, dass er schon Level 7 ist. Warum ist denn schon Level 7? Autsch. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Die zwei Arrows, die so knapp vorbeigingen, das ärgert mich gerade, da nicht mehr rausgeholt haben. Autsch. Das ging nach hinten los. Fuck, jetzt holt die Spectre kann schon auf. Ich dachte, wir kriegen wenigstens den Line. Oder ich krieg den Line. 4-7. Was hat er inzwischen? Kurz der Cooldown genau 12 Sekunden. Ich dachte, wäre ein bisschen länger. Kommt sie nach oben? 37 Sekunden Cooldown dann noch auf Dream Call. 30, ja, gleich sind es noch 20, ist ein bisschen zu viel. Radiant Structures are fortified. Bottom Tower being attacked. Okay, der Arrow war sehr interessant. The prize is mine. What's this? Lane pushen. Schade, dass die Drow nicht ein Stück weiter mit reingekommen ist. Your top tower is under attack. Dire of duct taped guard. Your top tower has fallen. You destroyed their middle tower. You win the game.
Puh. Endlich mal was geklappt. Sehr gut. So, ich gehe mal zurück. Lade mich mal auf und dann gucken wir mal. Vielleicht drehen wir das Spiel ja noch. Lass mal jetzt den Silence auf Level 2. Brauche, glaube ich, mein Face Shift demnächst mal. Ein bisschen HP will ich dann schon ganz gerne noch haben. Unten hat er gar keinen Turm mehr, um dahin zu porten. Muss noch mal eine Anzeige geben, das mache ich immer aus Gefühl und ich bin nicht sicher, ob mein Gefühl richtig ist, wie lange der Illusory Orb hält. Autsch. Das zu verteidigen. Na, es sind zwei. Your bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Na, hat die Refraction angemacht. Bottom tower being attacked. Knapp die Spectre entkommen ist. Schade, dass sie ja nicht schneller waren. Da hätten wir zusammen was reißen können. Na, da wird man schon, man sieht immer, wie sie durchschimmernder wird. Na, die macht's wie ich. Yasha Faceboots. Das ist der Superbild. Sehr gut. Das ist nicht so gut. Doch, kann man wenigstens den Tower holen. 14-10. Aber es ist alles machbar. Maybe no one attacked Dire's towers for a few seconds here. No mana. Double damage! Attack doch einfach. Ein Razor und dann lässt er sich vertreiben. Ach ja, es kostet 2250. Ich kann mir nicht merken, seitdem das umgestellt wurde. Ja, den Tower hätten wir ganz gut gebraucht. Unstoppable.
Okay. Soll man seine Illusions damit schicken? Blink Dagger. Its noble deeds and the unmistakable blackness deep in. Der zerlegt jetzt einfach mal alle. Warum auch nicht? Towers. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen. Außer das Spiel echt noch umdrehen. Und jetzt ist Templar Assassin gleich mal rausgegangen. Das findet sie nicht gut. Lass mal Rage. Zack, zack, zack und weg. Und das Spectre im Team. Na, sie vielleicht doch ein bisschen. Hätte sie mit ihrem Farm vielleicht ein schnelles Radiance gemacht, wäre es vielleicht besser gelaufen. Oder würde jetzt besser laufen. Trotzdem haben sie natürlich noch Comeback-Material mit Spectre. Müssen wir aufpassen, das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Schreiben wir es nochmal rein. The enemy's middle tower has fallen. Enemy's bottom tower. Auch schon einige Spiele 4 gegen 5 gewonnen mit Spectre. Ich baue ein Hex, bisschen auf Utility, den Damage und so weiter macht ja schon der Sniper. Muss ich mich nicht drum kümmern. A prize. Dann Skadi, das ist natürlich sehr praktisch. Kam passend, das Black Hole kam dem Dagger gerade noch schon raus.
Allein wollte mich das da schon wieder kaputt machen. Doch genau gesehen. Ja, wer hätte das gedacht, dass wir das Spiel noch verlieren? 0-3 sofort nach 20 Sekunden. Und dann ging es erstmal so weiter. 0-5 und der Undying. Ich habe auch noch Bock, Undying zu spielen. Der Undying so ausgerastet. Hat mir sehr auf der Offlane geholfen, die Aura von der Drow. Bisschen zu harassen. Da ist auch echt gut, dass wir jetzt so gewonnen haben. Ich würde sagen, dann ziehen wir uns einfach zurück. Aha, ein bisschen Healing immerhin. Wow, das war knapp. Das war knapp. Dachte ich schon, ich wäre tot gewesen eigentlich, ehrlich gesagt. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das noch evaded habe. Ja, ich will nicht gefingert werden, wie ihr gerade richtig im Twitch-Chat schreibt. Gegen Ende des Spiels, wenn wir schon gewonnen haben, kann ich ihn ja auch mal wieder anmachen. Da geht das schon. Autsch. Naja. Dire structures are fortified. Puh, also das hätte ich nicht gedacht, dass wir das Spiel noch drehen. Ich weiß nicht genau, wann der Sniper so ausgerastet ist und warum, wie sie das zugelassen haben. Aber da regnet es hier sogar in die Hölle rein. Ja, nachdem der Undying... Achso, der Templar-Assassin gehört sogar zum Undying. Bisschen peinlich. Nachdem es so gut anfing, für den Undying vor allem und für die Dire, dass wir das noch gedreht haben und der Sniper so ausgerastet ist, sehr, sehr nett. Hätte ich echt nicht mehr gedacht. Ich dachte, das wäre schon vorbei. Aber da sieht man es. Nicht aufgeben. Immer weiter probieren. Hat sich auch diesmal gelohnt.